In diesem Video möchte ich Ihnen das FreeNet TV C+ Modul für DVB-T 2 HD vorstellen. Ab dem 29.03.2017 bis Mitte 2019 wird nach und nach bundesweit das alte Antennenfernsehen DVB-T abgeschaltet. Um künftig das neue DVB-T 2 HD empfangen zu können, benötigen Sie zum einen ein passendes Empfangsgerät und zum anderen brauchen Sie einen FreeNet TV-Vertrag, um auch die privaten HD-Sender zu empfangen. Wenn Sie einen aktuellen Fernseher haben, der bereits über dieses grüne DVB-T 2 HD-Logo verfügt, dann ist das notwendige Empfangsgerät bereits integriert und das FreeNet CE+ Modul ist dann die richtige Wahl für Sie, um die privaten Sender zu entschlüsseln. Ihre alte Antenne, wenn Sie bereits DVB-T genutzt haben, können Sie natürlich weiterhin verwenden. Wenn Sie neu beim Thema Antennenfernsehen sind, dann brauchen Sie hier zum Beispiel diese Innenantenne oder an manchen Standorten auch eine Außen- oder Dachantenne. Wenn Ihr Fernseher noch nicht DVB-T 2 HD fähig ist, dann benötigen Sie statt dem CI-Modul hier einen solchen externen Receiver. Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie da verschiedene Videos zu den Modellen und wie diese funktionieren. Die modernen HD-Fernseher haben im Regelfall an der Rückseite dieses Common Interface, wo das CI-Modul einfach eingesteckt wird. Eine Smartcard ist nicht erforderlich, wie man es vielleicht vom Kabelanschluss erkennt, weil einfach das Modul selber freigeschaltet ist für die privaten HD-Sender. An dem Fernseher, den ich hier habe, der kann allerdings kein DVB-T 2 HD. Daher wechsle ich jetzt mal zu einem anderen Fernseher, um Ihnen die Funktion des Moduls zu zeigen. So, ich bin jetzt hier in Hamburg, habe hier einen aktuellen Fernseher mit DVB-T 2 HD-Empfang mit dieser Zimmerantenne angeschlossen und werde jetzt als nächstes hier dieses FreeNet CI-Modul hinten in den Fernseher reinstecken und danach das Ganze installieren. Ich bin jetzt hier bei meinem Philips-Fernseher auf die Kanalsuche gegangen, muss jetzt hier entscheiden, ob ich Antenne oder Kabelfernsehen verwende. Ich habe jetzt hier Antenne DVB-T, wobei das Modell auch DVB-T 2 unterstützt, auch wenn er nur die alte Bezeichnung genannt ist. Und möchte jetzt hier digitale Sender suchen. Und das Ganze dauert jetzt einen Moment, bis die Sender gefunden werden. So, ich habe jetzt hier 60 digitale Sender über Antennenfernsehen gefunden. Das hängt damit zusammen, dass wir hier in Hamburg noch in der Umstellungsphase sind, also noch das alte DVB-T und das neue DVB-T 2 HD parallel ausgestrahlt werden. Und habe jetzt hier die Sendersuche beendet. Durch den Parallelbetrieb hier noch in Hamburg sieht man sehr schön den Unterschied. Ich habe jetzt hier einen Empfang über DVB-T, also das alte Antennenfernsehen, sehr unscharf, auch hier die Schrift. Und schalte jetzt einmal auf DVB-T 2 HD um. Also sehe jetzt hier den Sender in HD-Qualität. Man sieht hier, das Bild ist jetzt gestochen scharf, das Gesamtbild, die Schrift. Nochmal zum Vergleich, altes DVB-T und hier neues DVB-T 2 in HD. Auch die privaten Sender sind künftig in HD-Qualität zu empfangen. Dafür ist allerdings dann ein FreeNet TV-Abo notwendig und halt dieses CI-Modul, um diese privaten Sender zu entschlüsseln. Das Modul zusammen mit einem FreeNet TV-Vertrag gibt es günstig auf unserer Webseite. Schauen Sie einfach vorbei und informieren sich dort.